Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Oldi Diego. Ja, heute machen wir mal ganz banale Sachen. Wir verdreschen einfach mal die Gerst. Ja. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Wir sind jetzt so langsam im Oberwasser, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob schon Zeit ist zu nullen. Ich wollte ja irgendwann, wenn alles fertig ist, den Spiel, also das Konto auf Null machen und dann sehen, wie das so ist mit Oldies, ja, zu überleben. Wobei, ich glaube, wir wollten da hinten, ja, boah, wo ist der Wald gewachsen, ist wieder. Boah, der Wald macht mir Angst, ey. Lassen wir das wollte ich gar nicht. Wir wollen doch die Gerste verdreschen. Wir machen uns hier so ein kleines Angstgewände dran. Damit der nicht immer mit der alten Silowand am Diskutieren ist, der Kollege. Wir können ja gleich mal ein bisschen rumlatschen. Hat sich aber, glaube ich, gar nicht so viel verändert hier. Wollte ich denn? Nee, ich muss wohl eine Schwatterplage machen nur. Das ist für uns voll doof. Wir wollen doch auch kleine Bälleches machen, ne? Wir machen auch hier die klassischen kleinen Bälleches. Nicht dieses andere Ding. Das ist mir. Die Fahrpresse funktioniert zwar sehr gut, aber. Dieser Anhänger, der dabei ist. Ah, nee, nee, nee. Nee, nee, ist nicht meiner, Digga. Also, der müsste nochmal überarbeitet werden. Oh, lass doch erstmal. Das Stroh muss erst noch zum Boden fallen. Nee, wir machen hier schön, was da geht mit dem Autostack von Giants. Der funktioniert hervorragend. Das habe ich ausprobiert. Das läuft ja soweit. Oh, ein bisschen knapp gefahren noch hier. Müsste aber klappen jetzt. Das ist hier Mr. McBees Schuppen hier. Den müssen wir auch noch mal irgendwie ein bisschen umdekorieren. So richtig ist das auch noch nicht hier. Der nutzt nur einen Teil seiner Kapazitäten. Ey, ich muss mal eben aufpassen, dass der Dreschkasten mich nicht umbringt. Wald los, ey. Junge, 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 Junge. Wann sind die denn erntereif? Das wird nicht angezeigt, ne? Man muss das quasi sehen. Alter, und hier habe ich noch mehr kleine Bäume dazwischen gepflanzt. Wie bin ich denn drauf? Das ist ruhig. Ist doch so schon gut, der Wald. Ist auch so eine kleine Lichtung, ne? Das war aber eigentlich auch schön mit so einer kleinen Lichtung hier. Ja. Ja, wir müssen. Oh, boah, bin ich gerade gegen den Baumstamm gerannt? Das ist nicht wahr. Wir müssen nochmal gucken. Hier, ne? Da wollten wir nochmal gucken, was wir hier machen. Genau. Jetzt bin ich wieder drin. So lange warten wir auch noch, ob wir vielleicht hier so ein bisschen so in die Produktion gehen wollen. Wir fangen jetzt erstmal an. Also ne, die Umbaumaßnahmen sind erstmal jetzt durch. Wir fangen jetzt an mit Let's Play. Also erstmal Hühnerfutter einlagern. Dann Hühners kaufen. Dann machen wir erstmal die Hühner glücklich. Und dann schauen wir mal, wenn wir dann so Eier und sowas alles am Stissel haben. Dann brauchen wir noch Honig und was brauchen wir noch alles? Ich weiß gar nicht, was man alles braucht für einen Bäcker. Und dann vielleicht mal so eigene Produktionen ausprobieren, ne? Das bietet sich ja an. Weil Fläche haben wir ja genug. Wir können uns das richtig schön puschelig machen da, ne? Ihr seht hier, ich habe nämlich noch gar keine Hühner, ne? Mukus habe ich auch noch nicht, aber ich habe schon eine Ladung Mischfutter zusammengewürfelt, ne? Das hat sehr gut funktioniert. Also Mischfutter hat mich schwer begeistert. Gerade mit den kleinen Bellicas von Giants. Very, very lucky. Very lucky. Hier stehen die guten Dinger. Das ist ein Träumchen. Also das klappt wirklich gut. Bin begeistert. Sag mal, wo ist denn mein Deutz, der andere? Muss ja mal hier was zum Abfahren kriegen. Die Ballenpresse ist nicht die schönste, ne? Man könnte jetzt auch die Original-Giants-Presse nehmen. Die Fahrpresse macht kleinere Bällchen, sonst könnte man auch die Fahrpresse nehmen.
Aber auch eigentlich funzelt das recht gut. Also muss ich sagen, also ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich mit. Vor allem, was auch wirklich so nice ist, dass man nachher diesen 14er-Packen wieder aufschneiden kann, ne? Das finde ich echt mega. So, nimm mal den Drehschemel mit einer Sonne. Könnten noch mit der Karre abfahren, aber die Karre hat noch hier den dicken Silageaufsatz drauf. Und die wollte ich jetzt nicht unbedingt voll Korn knallen. Es könnte sein, dass der Deutz dann wahlweise mit Hinterachs oder Getriebeteilen nach mir wirft. Das muss ja nicht sein, ne? Ich bin ja auch empfindlich. Gerade was Schmerzen anbelangt im Kreuz und so. Ich habe eigentlich so einen Perma-Abdruck von so einem 32er Schlüssel hinten zwischen den Schulterblättern. Der fliegt halt am besten, sagt Opa Johann. Ich weiß nicht warum. Mal gucken, wo wir dich so lange... Kannst du nicht irgendwo... Können wir dich nicht erst hier vorne hinstellen? Ins Rübchenlager, ne? Die Rübchen sind ja erstmal... Die habe ich ja nur weggemacht, weil die halt da waren. Dann können wir... Oh, können wir den auch hier vorne ins Rübchenlager stellen, erstmal in Anhänger. Dann können wir die Durchfahrhalle, können wir dann nutzen, um den Drehschirm gleich wieder wegzubringen. Sehr schön. Boah, was das ein wüster Anhänger ist gegen den Trecker, ne? Und das ist eigentlich ein ganz kleiner Anhänger, ne? Das ist so nice. Da bekommt man erstmal so ein bisschen Gefühl davon, mit was für Maschinen die früher am Arbeiten waren, ne? Und dann ist auch alles gegangen, na klar. War da nicht einer alleine auf dem Hof, so wie heute. Es war ein ganzer Stall voll Leute und... aber es ging auch, ne? Und was mich am meisten noch schockiert daran ist, da waren nicht nur früher ein Haufen Leute, sondern die sind doch alle satt geworden. Ja. Und heute hast du teilweise Höfe mit 80 Hektar und die wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Ne? Überlegt euch das mal. Nicht mit 80, mit 800 Hektar. 800 Hektar. Wir müssen gucken. Ja, müssen genau kalkulieren und. Ne? Und früher so ein kleiner Kotten mit 100 Morgen Land, 30 Kühe, der hat 14 Leute satt gekriegt. Ist kein Witz jetzt. Na gut, konnten vielleicht auch keine großen Sprünge machen. Die hatten dann auch nicht die neuesten Sachen von Ferrucci und nicht den modernsten Ferrari am Start, aber... Auto hatten die auch. Wobei natürlich, gut, Vorteil hast du wegen Lebensmittel und so, ne? Unser Vater hat damals immer gesagt, unsere Oma, also meine Oma, ne? Meine Oma, die musste nichts, gar nichts kaufen, außer Salz, Zucker und Hefe. Das waren die Sachen, die mussten im Supermarkt besorgt werden. Alles andere haben die selber hergestellt. Da musste kein Geld für ausgegeben werden, ne? Und wenn du da natürlich so einen Stall voll Jungs hast, mein Onkel, der große Bruder von unserem Vater, der hat, ist jetzt ungelogen, in seinen besten Jahren hat er eine ganze Schüssel Kartoffeln alleine gegessen, ne? Und wenn so große Aktionen waren, wie Silo machen oder so, dann, wurden zwei Karnickel geschlachtet dafür. Dann gab es halt Karnickel. Ne, die Karnickel, die kriegten das ganze Jahr über Heu. Heu war ja da. Und dann kriegten die noch Reste quasi. Ne? So grün, hier Küchengrünabfälle quasi. Und wenn dann Erntezeit war und der ganze Tisch voller Helfersand, dann hingen die an der Melkleitung. Ne? Nackig. Nackig hingen die da an der Melkleitung. Ja. Ist heute auch nicht mehr so. Ne? Heute ist ja auch. Ich weiß noch nicht, ob. Früher, was hatte man denn auch für Kosten, außer jetzt Nahrungsmittel? Ja, Kleidung. Genäht haben die früher auch. Wir hatten sogar eine Nähstube, die war hinterm Wohnzimmer.
war die Nähstube, aber ich wüsste nicht, dass die da auch richtig so Arbeitshosen oder so haben die da nicht genäht, nur geflickt. Flickarbeiten haben die gemacht da in der Nähstube. Ne? Gibt natürlich die richtig, richtig hart Eingesessenen, die kaufen dann auch nur Stoff in Bahnen und nähen dann auch noch ihre Klamotten selber. Ne? Hast du natürlich noch mehr verdient. Schöne kleine Felder haben wir hier. Geht alles recht fix. Nehmen wir gleich die Kleinballenpresse und machen da schon Strohballen für. Und rein theoretisch könnten wir uns dann auch die ersten Kühe anschaffen, ne? Ich muss da gucken, was kann der Kuhstall nochmal? 60, 64 oder so, glaube ich, ne? Ich bin dafür, wir fangen erstmal mit 30 Kühen an. Und dann gucken wir erstmal, ob wir das schaffen, mit dem Oldie quasi 30 Kühe zu bedienen. Erstmal, ne? Ob das alles funktioniert. Also sprich, sind auch die Erträge da. Müssen da gucken, dass wir die Erträge auch haben. Wie lange unser Mais-Silo hält, etc. pp. Ach Mist, ich habe jetzt noch eine Mod nicht drin. Ah, ich wollte euch noch die Mod von Peter wollte ich euch noch vorstellen. Die brauche ich hier, ja, auch manchmal, also Peter hat hier dieses zum Geschwindigkeitseinstellen wieder, ne? Dass man zum Beispiel, wenn man mit dem Oldtimer flücht und manchmal ist der Fluch eingestellt, dann flücht er mit 12 km/h. Das sieht einfach komisch aus, ja? Und dann nehme ich dann schon mal gerne die Mod von Peter, dass man dann sagt, so mein Freund, flücht du mal nur mit 8 km/h. Das sieht dann ein bisschen realistischer aus. So, wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht mache ich gleich noch mal ein zweites Video davon. Oder was auch Sinn macht, in England, diese riesigen Felder mit dem Wiesewalzen, ne? Gut, ich bin jetzt so reich, dass ich mir die große Walze kaufen konnte mit 140.000 Chips. Man könnte aber auch genauso gut die kleine kaufen und dann mal ein bisschen schneller walzen, ne? Das ist ja, ja. Ich spiele ja ohne Steine. Wenn man mit Steine spielt, macht das Walzen vielleicht noch mehr Sinn. Also wir haben früher nicht gewalzt. Ne? Also das Einzige, was gewalzt wurde, aber mit einer ganz normalen, deswegen hatten wir unsere Blechwalze, habe ich ja schon mal erzählt, wir hatten nur so eine Blechtonne, eine Hohle, wenn wir Gras eingesät haben. Wir haben eigentlich jedes Jahr irgendwo Reigras, haben wir dazu immer gesagt. Also das, weil man das halt gesehen hat, das war halt keine Wiese, sondern das wuchs halt wie Getreide in Reihen. Ne, deswegen haben wir da Reigras zu gesagt. Das wurde halt eingesät, abgeerntet, untergeflücht und dann kam dann die nächste Frucht drauf. Ne, und dann nächstes Jahr wurde wieder woanders Gras eingesät und untergeflücht. Ne, und das wurde einmal angewalzt. Aber das Getreide, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Und was natürlich auch gewalzt wurde, war die Wiese. Ne? Nach dem Schleppen, also Wiese schleppen musste man, es ging gar nicht wegen den Maulwürfen, ne? Und gut, bei Pferden ist das oft ein Problem, bei Kühen eigentlich gar nicht mal so. Aber Pferde, die misten gerne immer auf einer Stelle. Ne? Das sind irgendwie, ja, als wenn die eine Toilette haben. Ne? Ein Pferd frisst auch nicht da, wo es hinscheißt. Ne? Muss man dazu sagen. Das sind, ja, das sind doch schon sensible Tierchen. Ne? Einer Kuh ist das relativ egal, bei einem Pferd nicht. Und dann macht es auch manchmal Sinn, das mit der Schleppe mal eben so ein bisschen auseinanderzuziehen. Weil wenn da zu viele Pferdeäpfel auf einem Haufen sind, wächst auch nichts mehr. Ne? Das ist dann auch überdüngt oder weiß der Geier was. Ne? Ja. Aber hauptsächlich Wiese schleppen halt wegen den Maulwürfen. Ja, und dann walzen danach. Ne? Muss man ja alles wieder so ein bisschen... Und dann auch nicht mit so einer schweren Betonwalze, sondern nur mit so einer Blechwalze so ein bisschen andrücken wieder. Ne? Ja.
So, ich sehe schon, der kommt ja eigentlich ganz gut alleine zurecht. Wir können, oh, die müssen wir eben umbauen. Wir können eigentlich schon mal eine kleine Presse hinter machen, dass wir schon mal ans Pressen kommen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir am nächsten, fangen wir dann an, Tiere zu machen erstmal, ne? Mukus, Hühners und so, ne? Dann geht das hier läustlag. Vielleicht zwischendurch nochmal den Hof bauen. Ich bin leider im Moment nicht so aktiv hier, habt ihr auch schon gemerkt, weil ich eigentlich nur auf der Map von Black Sheep unterwegs bin. Das ist sehr traurig, aber die mag ich auch. Die Black Sheep ist ganz gut geworden. So für meinen Geschmack jetzt. Ich weiß immer nicht, wo ich das Gewicht hinstellen soll. Wo soll ich das? Obwohl, wir können es, wenn man keine Fronthydraulik, wenn man keinen Trecker mit Fronthydraulik hat, kann man es auch unten ins Regal stellen. Oh, ist ganz schön schwer, der Klotz. Ne? Ich glaube, ich muss ihn. Ist auch nicht so der Traum von dem Gewicht. Ne? Im 19 hatte ich noch ein schöneres Gewicht. Aber das war halt so der einzige Betonklotz, der gerade erreichbar war. Ohne jetzt irgendwie rumzustressen. Ne? Ohne Ärger und ohne alles. Ne? Guck mal, der passt da sogar drunter. So ein Träumchen. Ja, war klar. So, wir hängen schon mal die Ballenpresse an. Dass ich das dann im nächsten Video auch nicht vergesse, was ich eigentlich machen wollte. Und Tiere natürlich. Ja, ja. Hallo? Ey, Scheunentor. 8,50 Meter mal 37,20 Meter. Trecker, halben Meter mal 1 Meter. Wo fahre ich gegen? Ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Junge, Junge, Junge. So. YouTube, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Müssen mal gucken. Wie gesagt, wir müssen jetzt erst noch jeder ein bisschen aufholen, weil die Map ein bisschen im Hinter... Ja, in dem Schatten. Sie steht im Schatten von der Black Sheep Map. Das ist ihr Problem gerade. Aber wir kriegen das hin. Diego ist draußen. Habt euch lieb.